Jo, hallo und herzlich willkommen vorm Wald, in Bayern übrigens. Ich halte gerade wieder Ausschau nach Bayern. Bayern bin ich gewöhnter als Schweizer. Die Schweizer sind mir immer noch ein bisschen ungeheurer als Anwesende ausgenommen. Grüezi. Jedenfalls, die Bayern, mit denen komme ich klar. Ne? Das habe ich gelernt in langen Jahren des Aufenthalts hier. Egal, es soll gehen um Survival-Medizin-Literatur. Meiner Meinung nach, nachdem ich jetzt vieles, ich möchte nicht behaupten alles, aber zumindest habe ich versucht, alles, was es da diesbezüglich auf dem Markt so gibt, eben entsprechend zu lesen, möchte ich behaupten, dass aus meiner Sicht die beiden mit Abstand besten Bücher und die man vielleicht auch beide, wenn man sich für das Thema interessiert, das ist nochmal die große Voraussetzung, beide eventuell haben möchte, vielleicht, ich will jetzt niemanden verleiten, hier irgendwas zu kaufen, wären einmal der Neberg Survival Medizin, also Medizin Survival, Rüdiger Neberg, ne, der Survival Papst, und also der altgediente Survival-Papst und Outdoor- Survival-Medizin vom Johannes Vogel. Da würde ich so weit gehen, ihn als fast schon den, also zumindest aus deutscher Sicht, als den neuen Survival-Papst, natürlich ist das ein Titel, der nur Neberg gebührt, aber als Anwärter eben entsprechend fast schon nennen zu wollen. Die Bücher unterscheiden sich in mancherlei Hinsicht deutlich und deswegen ergänzen sie sich auch gut, weil der Vogel ist ja ausgebildeter Biologe und dementsprechend sieht er die ganze Geschichte relativ wissenschaftlich und immer noch ohne Mediziner zu sein, mit einem gewissen Fachwissen über die Funktionsweise von Lebewesen. Ne? Und darum geht es ja natürlich logischerweise auch, wenn man die fehlende Funktionsweise von Lebewesen wiederherstellen möchte. Und das ist, ja, umständlich formuliert, tatsächlich ja auch die Medizin. Anders als der Neberg, der von Biologie, abgesehen davon, dass er sich dazu auch mal wahrscheinlich ein Buch reingezogen hat, recht wenig Ahnung hat und will ihm jetzt nichts unterstellen. Aber ich meine, der Mann ist gelernter Konditormeister, der hat nie was studiert und trotzdem hat er sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und hat vor allen Dingen einen Haufen Erfahrung einfach sammeln können. Der Neberg hat unzählige Touren in sonst wo gemacht, war in unzähligen Situationen, wo er mit unzähligen komischen Verletzungen, komisch nicht im Sinne von lustig, sondern im Sinne von eigenartig und selten, hantieren musste und damit irgendwie klarkommen musste. Und ich persönlich, aber das muss jeder selber wissen, glaube dem Neberg voll und ganz, dass das, was da drin steht, wirklich was ist, was er entweder, wo er entweder sich sicher ist, dass es potenziell funktionieren könnte, oder dass es was ist, was er halt eben selber ausprobiert hat und was funktioniert hat. Trotzdem, dieses Büchlein ist auch schon etwas älter. Wir schauen nochmal schnell nach, von wann. Gibt es da? Ja, erste Auflage von 98. Die 15. Auflage von Dezember 2015. Allein, dass es dieses Buch in 15 Auflagen gibt, spricht ja auch schon dafür. Die Bewertungen, die ich im Internet gefunden habe, die ich mir mal angeschaut habe, und das ist auch nicht immer ganz, immer recht aufschlussreich, was man da so finden kann, gehen von, oh Gott, das ist total gefährlich, bis hin zu, ja, ist doch sowieso egal, wenn es ohnehin keinen Arzt gibt. Jetzt kommen die Mücken. Na toll. Geht's noch mit den Mücken? Kamerafrau, danke. Ja, wenn es ohnehin keinen Arzt gibt, dann ist es ja sowieso schon egal. Das ist halt so die Nebergsche Philosophie, weshalb man grob sagen kann, zur Unterscheidung dieser beiden Bücher, wo der Vogel aufhört und wo der Vogel sagt, bereiten Sie den Patienten zum Abtransport vor und bringen Sie ihn zurück in die Zivilisation, und im Vogel auch klar ist, dass es Situationen gibt, in denen das schlicht und ergreifend nicht möglich ist, da sagt der Vogel dann, ja, Patient betreuen, bis er stabil ist. Stabil auf dem Wege der Besserung oder stabil tot. Weil mehr kann man im Endeffekt nicht machen. Da hat der Vogel nicht Unrecht. Der Neberg geht einfach da nochmal ein Schrittchen weiter und beschreibt dann Techniken, die wahrscheinlich von einem Laien niemals durchgeführt werden können, nicht wirklich durchgeführt werden können. Aber nach Nebergscher Philosophie sollte der Laie sie trotzdem zumindest mal kennen, um in einer Notsituation, wo der Patient sowieso stirbt, gegebenenfalls diese dann doch zu versuchen, auch wenn es wahrscheinlich nicht klappt. Das muss man jetzt aber wirklich ganz klar als eben philosophische Fragestellung verstehen. Was sollte man da tun? Was will man da tun? Wie viel will man dem Patienten noch zumuten an Rettungsversuchen, wenn das gar nicht mehr unbedingt Sinn ergibt? Ist die große Frage. Neberg vergisst,
na, was heißt, vergisst er bestimmt nicht, es ist ihm wahrscheinlich eher egal, so ein bisschen auf die rechtlichen Konsequenzen von erweiterter erster Hilfe einzugehen. Beim Vogel stehen sie drin, aber auch dem Vogel ist klar, dass die meisten Dinge, die hier in diesem Buch beschrieben werden, mal abgesehen von einfachen Anlegen eines Verbandes und solche Dinge, auch schon potenziell als Körperverletzung eben entsprechend gelten können, was einfach daran liegt, dass alles, was über die klassischen lebensrettenden Sofortmaßnahmen hinausgeht, nur von Experten angewandt werden darf, also sprich von Medizinern. Und wir sind ja alles nur medizinische Laien, die, für die diese Bücher überhaupt in Betracht kommen. Wenn man wirklich ein Arzt ist, dann braucht man sowas voraussichtlich nicht, vermute ich zumindest. Und in dem Fall, wenn der Laie an Leuten rumdoktert, dann kann das eben, wie gesagt, wirklich sehr schnell als Körperverletzung ausgelegt werden. Jetzt ist man ja meistens mit Leuten, die einen gut kennen in der Wildnis unterwegs und die man auch selber gut kennt, und an sich selber kann man sowieso so viel rumdoktern, wie man lustig ist. Deswegen würde ich sagen, haben die hier vorgeschriebenen Techniken sowohl beim Lebeck als auch beim Vogel definitiv ihre Relevanz. Aber die rechtlichen Aspekte, man sollte sie zumindest mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Des Weiteren, deutlicher Unterschied ist auch, der Nehberg hat ein recht großes Repertoire an Dingen dabei, an die man zum Teil schwierig rankommt, und generell die Ausrüstung, die der Nehberg empfiehlt, wiegt auch einiges, wenn man die alles mitschleppen möchte. Natürlich gibt es expeditionsartige Touren, da kann man das tun. Ja? Oder man kann es zu Hause rumliegen haben. Vielleicht auch ganz interessant einfach für Leute, die sich auf irgendwelche Notsituationen vorbereiten wollen und eine gewisse Vorratshaltung an Medikamenten und Ähnlichem anlegen wollen, dann würde ich auch auf jeden Fall den Nehberg empfehlen, weil der da wirklich viele Ideen hat, was man da so alles besitzen und bevorraten kann. Der Vogel hingegen geht von einem eher kleinen Paketchen an Materialien, das man auf Tour mitnimmt, aus. Ich würde fast sagen, das Vogelsche Survival-Medizin-Kit, wie es hier beschrieben wird, sollte nicht viel mehr als 500-600 Gramm wiegen, ist also durchaus noch richtig tragbar. Schon ein Unterschied. Das liegt unter anderem daran, dass der Nehberg einen massenhaften Medikamentenkasten empfiehlt, wo wirklich gegen so ziemlich alles irgendwas dabei ist, aus der Zeit, als der Nehberg sich eben mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt wird. Also es sind inzwischen also durchaus noch Medikamente dazugekommen, gerade die Medizin hat ja in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, die hier beim Nehberg noch nicht erwähnt werden. Der Vogel hingegen beschränkt sich, was die Medikamentation zum Beispiel eben angeht, beschränkt er sich auf, Moment, ich gucke es kurz nach, Medikamente, Spülung, Desinfektion, Antibiotika, Schmerzmittel, leichte, stärkeres, starkes, ein Lokalanästhetikum, Durchfallmittel und Vaseline. Ende. Beim Nehberg umfasst allein die Aufzählung von Medikamenten, die man möglicherweise mitnehmen könnte, 4 Seiten dieses Formates. Ja? Das Aufzählen, nicht erst das Beschreiben. Muss man beides. Also ich würde den Nehberg grundsätzlich empfehlen, als eher kritisch zu lesendes Buch zur Kenntnis zu nehmen. Er hat zwar Tipps drin, die man sonst nirgendwo bekommt, auch nicht beim Vogel, die müssen aber nicht zwingend unbedingt immer gut sein. Man kann also nicht den Nehberg nehmen und das, was da drin steht, 1:1 umsetzen, sondern man sollte das immer noch ein bisschen hinterfragen. Wenn ihr lieber ein Buch haben wollt, das ihr mehr oder weniger 1:1 tatsächlich umsetzen könnt, dann lieber doch den Vogel lesen. Der Vogel widerspricht dem Nehberg in manchen Dingen. Umgekehrt widerspricht der Nehberg dem Vogel in manchen Dingen. Ich möchte jetzt gar nicht so viele Beispiele nennen. Oft ist es auch so, dass man beim Nehberg zu schnell denkt, er würde hier Mist erzählen, und bis man das Kapitel zu Ende gelesen hat, hat er dann doch noch so ein paar einzelne Ausnahmen und Besonderheiten eben entsprechend erklärt, dass es dann doch wieder recht plausibel klingt. Also ich traue wirklich beiden zu, dass sie wissen, was sie da tun, wenn sie da eben entsprechend survival-medizinisch unterwegs sind. Beide Bücher sind so ein bisschen aufgebaut nach den jeweiligen Systemen, die krank werden können. Also beim Vogel bedeutet das Techniken, Krankheiten und Verletzungen, dann die Haut, Muskulatur, Blutgefäße, Skelett, Atmung, Verdauungssystem, Nervensystem, Sinnesorgane, Immunsystem, Homöostase, das ist so der Flüssigkeitshaushalt, Geschlechtssystem und den Epilog.
Beim Nehberg sind es ein paar weniger Unterkapitel. Und man muss auch sagen, das Buch vom Vogel ist so rein texttechnisch wirklich, wirklich ausführlich geworden. So ausführlich, und das finde ich ist eher ein Lob, als dass es eine Kritik darstellt, dass es Leute auf Amazon gibt, die nur 4 oder 3 Sterne vergeben, weil das Buch so ausführlich ist. Das kann sich ja kein Mensch merken. Das ist meiner Meinung nach wirklich eher ein Lob als Kritik, dass es Leute gibt, die das zu ausführlich finden, was sie für ihr Geld in Form von diesem Buch bekommen haben. Ich meine, das kostet Geld, das Ding. Und dann freut man sich doch, wenn dann auch wirklich möglichst viel zur Thematik drinsteht. Also zumindest geht es mir so. Also was man hier an Wissen für seine Kohle bekommt, ist wirklich phänomenal. Der Nehberg ist ein bisschen weniger umfangreich, der ist auch schneller gelesen. Der enthält den Nehberg-Humor, der per se sowieso schon 5 Euro wert sein sollte, wie ich finde. Der Nehberg-Niveau ist, Humor ist natürlich nicht jedermanns Sache. Und man kann so da so ein paar Unterschiede auch eben aufgrund der Denkweise der einzelnen Autoren festmachen. Beispielsweise hat der Nehberg eine ähnliche Kapiteleinteilung wie der Vogel, in vielen Punkten etwas ähnlich. Aber Vogel hat hier quasi nur wissenschaftlich nachvollziehbare Methoden drin. Ja, der ist ja auch ausgebildeter Wissenschaftler. Der Nehberg hat alle Methoden drin, inklusive Handauflegen, Akupressur, Akupunktur und so ein Zeug. Also einfach nach dem Motto, es gibt es, probier es doch raus, vielleicht hilft es ja bei dir. Der Nehberg glaubt auch sehr stark an die Macht des Placebos, was wissenschaftlich wiederum bewiesen ist, dass Placebos mächtig sein können. Und so ein ganz wesentlicher Faktor ist halt eben, der Vogel verzichtet bewusst auf Geburtshilfe, weil er davon ausgeht, dass man vermeiden kann, dass es zu einer Geburt kommt, wenn man sich auf einer Extremreise befindet. Des Weiteren möchte der Vogel auch kein Buch schreiben, mit dem man in den Dschungel zieht, um irgendwelchen eingeborenen, Buschvölkern, das meine ich jetzt nicht rassistisch, ich habe da größten Respekt vor solchen Menschen, denen irgendwie zu helfen. Das steht beim Nehberg sehr wohl drin. Das ist beim Nehberg auch die Intention, dass man dann sowas tun kann, wenn man dem Nehberg sein Buch, also theoretisch, wenn man dem Nehberg sein Buch gelesen hat. Das will der Vogel einfach nicht. Das fehlt bei ihm nicht, weil er es nicht wüsste, sondern weil er einfach meint, das macht keinen großen Sinn, das jetzt da reinzuschreiben. Da mag er recht haben. Beim Nehberg steht es halt drin, für den das jetzt auch immer wichtig ist. Deswegen finden wir beim Nehberg auch so lustige Kapitel wie Geburtshilfe. Das ist sogar ein relativ ausführliches Kapitel. Muss jeder selber wissen, ob er das mal braucht. Und Nehberg typisch auch Kapitel wie Altern, Sterben, Sterbehilfe, Selbsttötung und Tod. Damit setzt sich Nehberg immer relativ viel in seinen verschiedenen Büchern auseinander. Man findet hier also auch tatsächlich Tipps zu, wenn die Schmerzen zu unerträglich werden, wie beende ich mein Leiden endgültig. Ja, da kann man jetzt sehr getrennter Meinung sein, ob das wirklich in so einem Buch drinstehen sollte. Ich sage jetzt auch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich sage nur, es steht drin. Beim Vogel nicht. Beim Vogel heißt es, Patient ist so lange zu behandeln, bis eine Weiterbehandlung wirklich quasi völlig aussichtslos ist. Vogel, hervorragend geschrieben. Hin und wieder gibt es auch mal einen kleinen Gag. Für meinen Geschmack sind sie okay. Der Nehberg, das ist wirklich immer ein Hochgenuss. Jedes seiner Bücher, so rein vom Literarischen her, für mich persönlich. Aber man muss schwarzen Humor schon definitiv mögen. Wollt ihr nur eines von beiden Büchern kaufen, würde ich euch trotzdem auf jeden Fall unbedingt den Vogel empfehlen. Das ist wirklich 1A-Literatur, wenn man wissen möchte, was man tut, wenn man irgendwie draußen verletzt ist. Die Materialien, die er empfiehlt, sind für bezahlbares Geld zu bekommen. Antibiotika, ein Rezept dafür, wenn man sagt, man will eine krasse Reise machen, ist auch zu bekommen vom Arzt seines Vertrauens. Er rät zum Beispiel auch von Opiaten ab. In der Nehbergschen Medikamenteliste kommen durchaus auch Opium und solche Späße eben drin vor. Das ist gefährlich, weil wenn man damit am Zoll erwischt wird, muss man erstmal erklären, wozu man denn jetzt bitte Opium-Tabletten oder Morphium-Tabletten oder was auch immer eben entsprechend dabei hat. Vielleicht wirklich immer mit einem gewissen Maß an Skepsis zu lesen, aber man findet da auch wirklich unglaublich gute Tipps und vor allen Dingen auch mental Dinge, die einem weiterhelfen können und so irgendwelche Nehbergschen Mantras in Notsituationen, um aufgrund von sehr schwarzem Humor immer noch ein bisschen gut bei Laune zu bleiben. Ich zitiere es häufiger, aber mit Eiter geht es heiter weiter. Oder wer Würmer hat, ist nie allein. Ja, gibt es so beim Vogel seltener, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, aber wirklich, also absolut unkritisiert empfehlenswert. Autor und Survival Medizin vom Johannes Vogel. Entschuldigung. Und
zur kritisch hinterfragten, aber sehr spaßigen Lektüre, die Survival-Medizin bzw. Medizin-Survival von Rüdiger Neberg. Im Idealfall, also für mich ist es wichtig, beide Bücher zu haben, die einzelnen Themen in beiden Büchern nachzulesen und dann für mich so den Mittelweg, naja, nicht unbedingt den Mittelweg, den sagen wir mal 70% Vogel, 30% Neberg-Weg eben entsprechend einzuschlagen. Ja, also das auf jeden Fall was, was man seiner Outdoor-Bibliothek hinzufügen kann. Nochmal, dieses dem Vogel sein Medizinbüchlein ist wirklich derartig viel besser als die diversen Mini-Survival-Medizin-Tipps, die man in diversen anderen Survival-Büchern so oberflächlich finden kann. So derartig viel besser. Fast schon ein Must-Have. Ne? Fast schon. Aus meiner Sicht. Also ich gebe es nicht mehr her. Gut, das soll es gewesen sein. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Viel Spaß damit, wenn ihr euch das zulegen wollt, dann ja eben und sonst dann nicht. Und dann hoffe ich mal, dass ihr das nicht gebrauchen werdet, was hier eventuell drin gestanden hätte, wenn ihr es nicht gelesen habt. So, war das grammatikalisch korrekt, Kamerafrau? Nein. Vielleicht. Oh, na doch, immerhin. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuhören.